Auch im Geschichtsunterricht können wir einen großen Beitrag zum Verständnis des Klimawandels leisten. Wir können aufzeigen, welche Faktoren und Vorgehensweisen in der Vergangenheit zu den heutigen Problemen und der Notwendigkeit des Wandels geführt haben. Und wir können uns auch überlegen, wie wir heute darauf reagieren können. Zum Beispiel könnten wir uns anhand einer Zeitliste ansehen, wie sich die globale Temperatur in den letzten 1000 Jahren verändert hat. Dabei können wir zeitgenössische Quellen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert studieren und daraus ersehen, welche Auswirkungen die sogenannte kleine Eiszeit auf die Gesellschaft hatte. Außerdem können wir analysieren, wie mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert die CO2-Emissionen immer stärker stiegen. Dabei können wir hinterfragen, welche Ursachen genau zu diesen gestiegenen Emissionen geführt haben. Und wir können herausarbeiten, ab wann die Anzeichen des Klimawandels in der Gesellschaft wahrgenommen wurden und wie sich daraus zuerst eine Umweltschutz- und später eine Klimaschutzbewegung entwickelte.